öffentlich-rechtliche Rundfunk nun ein solches Paper, das die Militarisierung unserer Gesellschaft und eine weitere Feindschaft gegenüber Russland forciert? Wird kritisch hinterfragt, ob Russland tatsächlich so dämonisch böse sei und uns in Zukunft angreifen würde? Wird eventuell auch mal hinterfragt, ob es eine kluge Idee ist, dass in der Ukraine über Jahre hinweg ein Stellvertreterkrieg angeheizt wird, dem Hunderttausende Menschen zum Opfer fallen und der Russland so lange beschäftigen soll, mit dem wir Zeit gewinnen sollen, wie es ja in diesem Paper steht? Wird all das kritisch hinterfragt? Nun, das werden wir uns im Folgenden am Beispiel eines Beitrages der ZDF-Heute-Nachrichten ansehen. Diese haben es sogar geschafft, einen der Autoren dieses Papers, nämlich Christian Mölling, zu Gast zu bekommen. Und dieser sagt auch ziemlich offen, worum es im Ukraine-Krieg geht. Nämlich Russland zu schwächen. Ganz egal, wie viele Menschen dabei sterben, da das halt unserem geostrategischen Interesse ist. Aber die hochintensiven Kämpfe heißt alles das, was wir in den letzten 2 Jahren in der Nicht-Regenzeit gesehen haben, wo viel Material, wo viel Munition und viele Menschen im Grunde genommen im Krieg entweder zerstört oder gefallen sind. Und wenn das aufhört, wenn also auch der Verbrauch von Material vor Ort an der Front aufhört oder auch nicht mehr auf dem Wege zur Front zerstört wird, dann ist eben die russische Kriegsproduktion in der Lage, in erheblichem Maße zum Beispiel neue Panzer, neue Raketen, alles das zu produzieren, was sie jetzt schon kann, was aber jetzt zurzeit noch zum Einsatz kommt. Also Mölling sagt hier völlig offen, worum es dem Westen im Ukraine-Krieg geht. Russland kann keine zusätzlichen militärischen Kapazitäten aufbauen, solange dieser Krieg andauert und ja, seine Rüstungsproduktion in diesem Krieg verbraucht wird. Wenn der Krieg endet, dann kann Russland wieder aufrüsten. Deswegen hat der Westen halt ein Interesse, diesen Krieg, soweit es geht, fortzusetzen. Und jetzt würde man von einem kritischen Journalisten doch eigentlich erwarten, dass er hier mal nachfragt und fragt, Moment mal, kann es sein, dass der Westen diesen Krieg absichtlich in die Länge zieht und Hunderttausende, ja, Ukrainer auf dem Altar der unipolaren Weltordnung opfert? Und in diesem Kontext könnte er auch darauf hinweisen, dass der Westen 2022 einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine, der einen Abzug der russischen Truppen und eine Neutralität der Ukraine vorsah, verhindert hat, wie mittlerweile der ukrainische Chefunterhändler von damals auch bestätigt hat. А такої впевненості немає. Більш того, коли ми повернулися з Істанбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати і давайте будемо просто воювати. Also das könnte man von einem kritischen Journalisten erwarten. Der ZDF-Reporter fragt dagegen Folgendes. Sie haben es gerade auch schon kurz angerissen. Wir haben natürlich in den vergangenen Wochen auch immer über die erheblichen russischen Verluste berichtet. Zum einen von Soldaten, die gestorben sind in hoher Zahl, aber auch von viel Material, was eben zerstört wurde, beispielsweise bei der Schwarzmeerflotte. Woher will der Kreml denn die Ressourcen, sowohl die menschlichen Ressourcen als auch das Material nehmen, um eben so stark dann wieder zu werden? Das muss man sich mal vorstellen. Christian Mölling gibt hier gerade offen das zu, was der türkische Außenminister schon 2022 während der Friedensverhandlungen in Istanbul sagte. Nämlich, dass einige NATO-Staaten keinen Frieden wollen, um Russland zu schwächen. Und ja, der ZDF-Reporter fragt denn, ob Russland diese Verluste wirklich ersetzen könne, um dann die NATO anzugreifen. Ob Russland dann überhaupt ein Interesse habe oder ob das nur ein Hirngespinst eines, ja, kriegstreiberischen Thinktanks ist. Das wird natürlich nicht gefragt, sondern ob Russland diese Verluste denn wirklich ersetzen kann. Und ja, wenn das der Fall ist, dann müssen wir wohl wirklich aufrüsten. Was soll man zu so einem Journalismus noch groß sagen? Es geht, glaube ich, in der russischen Strategie nicht darum, die NATO quasi territorial zu schlagen, sondern es geht darum, der NATO einen ersten Verlust zuzufügen und dann im Grunde genommen darauf zu warten, dass sich die NATO über die Frage spaltet, müssen wir zum Beispiel das Baltikum zurückerobern oder aber können wir, was dann sicherlich passieren wird, ein Angebot des Kreml annehmen, vielleicht auf einen Teil des Baltikums zu verzichten. Wenn das passieren würde, würde über die politische Debatte die NATO möglicherweise auseinanderbrechen. Russland müsste militärisch nicht mehr gewinnen, sondern die NATO, die zurzeit noch ein Problem militärisch für Russland darstellt, würde quasi zerfallen und man hätte es mit vielen Einzelstaaten zu tun. Das ist das größte Risiko, denn das größte Pfund, das die NATO hat, ist die politische Einheit, aus der dann erst eine militärische Stärke erwächst.
Sprich, Russland plant einfach mal ein Gebiet in den baltischen Staaten zu besetzen und dann zu schauen, was passiert. In der Hoffnung, dass die NATO dann daran auseinanderbricht. Die Gefahr einer atomaren Eskalation, die nimmt es natürlich billigend in Kauf. Also sorry, wenn man sowas annimmt, da muss man davon ausgehen, dass die russische Regierung komplett wahnsinnig geworden ist. Und dass man dann überhaupt noch meint, irgendwelche Szenarien durchspielen zu können, wo die russische Regierung sich dann doch wieder rational verhalten soll, das ergibt von vorn bis hinten keinen Sinn. Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, dass der ZDF-Reporter natürlich nicht kritisch nachfragt. Also gehen wir jetzt einfach weiter zu der Rezeption des Papiers, beziehungsweise der in diesem Papier aufgeführten Szenarien, die ich vorhin ja schon mit euch besprochen hatte. Wie sich rüsten gegen eine russische militärische Expansion? Die NATO hat, sehr vereinfacht, drei Optionen. Das Kriegsrisiko ist laut dem Papier sehr niedrig bzw. niedrig, wenn das Bündnis schnell und viel in Rüstung und Streitkräfte investiert, binnen der nächsten 2 Jahre oder zumindest in nächster Zeit. Vorteile dann? Es gibt bessere, standardisierte Rüstungsgüter und ein starkes Abschreckungssignal an Russland. Nachteile? Die Kosten sind hoch in einer Zeit ökonomischer Probleme, die öffentliche Akzeptanz deshalb wohl eher gering. Mittel bis hoch ist das Kriegsrisiko, wenn Investitionen erst mittel bis langfristig erfolgen. Vorteile? Reduzierte, über die Zeit gestreckte Ausgaben und Bundeswehr und Industrie müssen sich weniger schnell anpassen. Nachteile? Rüstungsgüter können nur verzögert ausgeliefert werden. Heißt, im Falle eines Angriffs hat das Bündnis wenig Reaktionsspielraum. Sehr hoch bis extrem hoch ist das Risiko eines Kriegs, wenn Investitionen erst bei einer sichtbaren Bedrohung durch Russland kommen. Vorteile sind zwar eine aktuelle Kostenentlastung und eine wohl hohe öffentliche Zustimmung, zumindest wenn auch der Ukraine-Krieg in den Hintergrund rückt, aber die klaren Nachteile laut dem Papier, im Kriegsfall könnte die NATO eine Niederlage, ja eine Spaltung erleiden. Das waren die bereits von mir vorgestellten Szenarien. Wie realistisch die Annahmen über das russische Verhalten sind, das wird natürlich an keiner Stelle hinterfragt, sondern sie werden einfach ganz neutral wiedergegeben, so als wären sie eine Beschreibung der Realität. Und jetzt schauen wir uns die Fragen des ZDF-Reporters an Christian Mölling an. Ich meine, jetzt könnte er ja zumindest mal kritisch nachfragen, inwieweit es realistisch ist, dass Russland wirklich plant, die NATO anzugreifen. Oder inwieweit es eine gute Idee ist, Russland als Feind zu betrachten und davon auszugehen, dass die russische Regierung unter keinen Umständen zu einem dauerhaften Frieden bereit sein wird. Also Herr Mölling, diese verschiedenen Szenarien, die Sie da skizzieren, die sind jeweils dann auch mit einem unterschiedlichen Risiko für Krieg verbunden. Welches dieser Szenarien erscheint Ihnen aktuell für am wahrscheinlichsten? Das ist der Zustand der Öffentlich-Rechtlichen. Jedes dieser Szenarien impliziert eine weitere Aufrüstung. Und das wird als gegeben hingenommen. Es wird gar nicht mehr hinterfragt, ob ein Frieden mit Russland möglich ist, sondern es wird als gegeben hingenommen, dass wir uns auf einen Krieg mit Russland vorbereiten wollen. Und je schneller wir aufrüsten, desto unwahrscheinlicher wird dieser Krieg. All diese Grundannahmen werden einfach kritiklos hingenommen. Das muss dieser öffentlich-rechtliche Journalismus mit Bildungsauftrag sein, für den wir immer schön die Rundfunkbeiträge bezahlen dürfen. Ja, meine Befürchtung ist, dass die großen wichtigen Staaten in Europa, die vor allen Dingen in Westeuropa, liegen zurzeit die schnellen und hohen Investitionen scheuen. Das Ziel einer solchen hohen Investition ist ja vor allen Dingen das Signal Richtung Moskau, dass man sich nicht der Idee hingeben sollte, dass die NATO unvorbereitet wäre. Darum geht es. Es geht ja nicht dabei, darum einen Krieg vorzubereiten in irgendeiner Art und Weise, sondern es geht immer noch darum, Moskau davon zu überzeugen, dass es zu keinem Zeitpunkt eine militärische Option gibt, um seine politischen Ziele umzusetzen. Das ist im Grunde genommen der wesentliche Startpunkt. Die Befürchtung unseres transatlantischen Bellizisten ist natürlich, dass die Aufrüstung zu langsam vonstatten geht. Denn diese Aufrüstung ist ja schließlich alternativlos. Es gibt keine andere Möglichkeit, als jetzt ganz viel Geld für Waffen auszugeben und die Gesellschaft zu militarisieren. Aber interessant ist Möllings andere Bemerkung, nämlich, dass Russland keine militärischen Optionen haben dürfe.
Das impliziert ja schon, dass die andere Seite, nämlich der Westen, immer die militärische Option haben muss. Und genau darum geht es in diesem Krieg. Es geht darum, das westliche Monopol auf Angriffskriege zu verteidigen. Es geht darum, die unipolare Weltordnung, die Herrschaft der USA über den großen Teil der Welt zu verteidigen. Darum geht es in diesem Krieg. Uns fragt Neo bei YouTube, wie realistisch sehen Sie denn die Gefahr eines gegenseitigen Wettrüstens? Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist in diesem Wettrennen, wenn man es mal so benennen will, Russland schon 2-3 Schritte voraus, richtig? Ja, das kann man so sagen. Ob es ein Wettrüsten ist, das ist immer ein sehr schwieriger Begriff. Klar ist aber, das Niveau, das man erreichen will innerhalb der NATO, wird vorgegeben durch das, was Russland wahrscheinlich in den nächsten Jahren erreichen wird. Und eben auch nicht mehr. Also es geht nicht darum, einen Angriff gegen Russland vorzubereiten. Dann ist ja gut. Wie ich vorhin schon gezeigt hatte, hat die NATO ja aktuell mehr als 4-mal so viele Soldaten wie Russland unter Waffen, eine rund 5-mal so große Luftwaffe, ähnlich viele Panzer. Also es gibt absolut keinen Grund für Aufrüstung, oder? Sondern das, was man meint, was Russland erreichen kann innerhalb der nächsten 6 Jahre, dass man das im Grunde genommen in der Lage ist zu kontern und damit keine militärische Option für Moskau als plausibel, als gut erscheinen zu lassen. Darum geht's. Das jetzt in Panzern, Flugzeugen auszudrücken, wäre ein bisschen sehr simpel, das zu machen. Das hat auch viel damit zu tun, wo das Material ist, ob man Zeit braucht, um es heranzuführen, ob es schon vor Ort stationiert ist. Alles das hat Einfluss darauf, wie verteidigungsfähig man tatsächlich ist. Ich hatte die Zahlen vorhin schon genannt. Die NATO hat mehr als 4-mal so viele Soldaten unter Waffen wie Russland. Also ergibt es keinen Sinn, dass wir noch weiter aufrüsten sollen, wenn es nur um Sicherheitspolitik geht. Und wenn es nicht, ja, darum geht, sich beispielsweise an zukünftigen Stellvertreterkriegen zu beteiligen. Doch ich befürchte, dass es genau darum geht, dass sich diese Aufrüstung erstmal nicht nur gegen Russland richtet, sondern auch noch gegen China. Und dass zweitens sich hier nicht verteidigt werden soll, sondern dass sich die NATO darauf vorbereitet, an zukünftigen Stellvertreterkriegen beispielsweise in Aserbaidschan, in Serbien, in Georgien, in Moldawien zu beteiligen. Ich hatte das vorhin schon ausgeführt und ja, wofür braucht die NATO sonst so viel Aufrüstung? Im besten Fall nur, damit die Rüstungsindustrie ordentlich Geld verdient und im schlechtesten Fall dafür, um zukünftige Kriege in der imperialen Weltordnung auszufechten. Putin hat heute dann aber auch noch gesagt beim G20-Gipfel, man müsse, Zitat, die Tragödie in der Ukraine beenden. Wie zynisch ist diese Aussage? Genau, er hat ganz konkret gesagt, wir müssen den Krieg beenden, der eine Tragödie ist. Und das ist natürlich, so wie du sagst, an Zynismus schwer zu überbieten. Aber man muss sehen, Putin, das, was wir hier gesehen haben, das folgt einem sehr kühlen, knallharten Kalkül. Aus Kreml-Sicht stockt die Gegenoffensive in der Ukraine. Der Kreml beobachtet, dass im Westen Diskussionen aufkommen, wie lange können wir und wollen wir die Ukraine unterstützen, was ist überhaupt das Ziel. Das nutzt er. Das ist jetzt sein Zeitpunkt, um mal zu testen, wie weit kann er gehen, kann er zurück auf diese Bühne. Wenn der Westen Frieden gewollt hätte, dann gäbe es schon längst Frieden. Russland hat vor Beginn des Ukraine-Krieges seine Truppen zusammengezogen und dem Westen Verhandlungen angeboten. Die USA haben das abgelehnt. Russland war im Frühjahr 2022 bereit, auf Annexionen zu verzichten und die Truppen hinter die Linien des 24. Februar zurückzuziehen. Der Westen wollte das nicht. Der Westen wollte Krieg. Boris Johnson ist nach Kiew gefahren und hat das der ukrainischen Regierung so deutlich gesagt. Der Westen wollte diesen Krieg. Der Westen will diesen Krieg immer noch. Der Westen ist zu immer noch keinen Kompromissen bereit. Genau, die Reaktionen sind ja komplett naheliegend. Es hat ja wirklich absurde Züge, wenn der den Krieg in der Ukraine begonnen hat, jetzt sagt, es sei eine Tragödie und man müsse das gemeinsam beenden. Das Beenden ist ja relativ einfach und naheliegend, nämlich indem Russland die Truppen aus der Ukraine zurückzieht. Das ist natürlich das, was der Westen fordert, nicht nur heute, sondern auch gestern und seit nahezu 2 Jahren, seit dieser Krieg ist. Aber er hat die Bühne genutzt und hat sein Statement abgegeben. Ihr müsst euch mal vorstellen, was der ZDF-Reporter hier gerade fordert. Russland soll auf allen Belangen nachgeben. Russland soll keine Kompromisse machen. Russland soll auf all seine Forderungen verzichten. Und der Westen, der soll alles bekommen, was er will, nämlich die Ukraine als seinen Satellitenstaat. Und das ist dann, ja, das Ende dieser Verhandlung. Das sind die Forderungen des ZDF-Reporters.
über die er hier nicht neutral berichtet, sondern die er gerade de facto selber aufstellt. Dabei ist es aktuell immer noch der Westen, der, wie eben schon erwähnt, keinen Frieden will. Selenskyj hat Verhandlungen mit Putin per Dekret verboten. Die Ukraine will keinen Frieden, die Ukraine will auch keine Kompromisse, die Ukraine will den totalen Sieg und sonst nichts. Und das Gleiche gilt für den restlichen NATO-Block, der diese ukrainische Position ja mit herzustellen geholfen hat. Russland ist hier sehr viel kompromissbereiter. Es gibt nämlich 4 Bedingungen, die Russland für Frieden stellt. Und diese beinhalten nicht die totale Unterwerfung der Ukraine. Sie lauten: erstens Anerkennung der territorialen Realitäten, zweitens Neutralität, drittens Entmilitarisierung, viertens Entnazifizierung. Die einzige Forderung, die vielleicht für die ukrainische Regierung etwas schwierig zu akzeptieren sein wird, ist die der Anerkennung der territorialen Realitäten. Das heißt, ja, der Abtrennung der ostukrainischen Gebiete, die aktuell von Russland besetzt werden. Die Forderung, die für die NATO nicht zu akzeptieren sein wird, denn der NATO kann es relativ egal sein, wo die ukrainische Ostgrenze verläuft, ist die der Neutralität der Ukraine. Die NATO will keine neutrale Ukraine, deswegen hat sie 2014 den Putsch unterstützt. Die NATO will die Ukraine ins westliche Bündnis einfügen und als Frontstaat gegen Russland verwenden. Deswegen will die NATO auch, dass dieser Krieg weitergeht. Die Ukraine will die NATO zu einem, ja, komplett abhängigen Satellitenstaat machen, den sie gut kontrollieren kann. Je länger dieser Krieg andauert, desto mehr die Ukraine ausblutet, desto besser ist es für die NATO. Solange die Existenz des ukrainischen Staates nicht gefährdet wird. Und es ist auch zu befürchten, dass die NATO so lange alles dafür tun wird, dass dieser Krieg weitergeht. Solange es keine großen Friedensproteste gibt. Solange niemand in den westlichen Staaten sagt, stopp diesen Wahnsinn. Wir müssen endlich einen Frieden verhandeln. Aber so eine Friedensbewegung ist in den westlichen Staaten aktuell leider nicht in Sicht. Also man muss ganz klar sagen, die russische Gesellschaft ist, so zynisch und so hart es klingt, sie ist an Krieg gewöhnt. Also wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit als Erwachsener, wie viele Kriege Russland da schon geführt hat, in Tschetschenien, in der Ukraine, in Georgien, in Syrien. Das heißt, es gibt hier keine Friedensgeneration in dem Sinne, wie du und ich das aus Deutschland sind. Und das macht Putin sich auch zunutze. Man muss ganz klar sagen, so hart und so zynisch es klingt, die deutsche Gesellschaft, die ist an Krieg gewöhnt. Wenn ich an die ganzen Kriege denke, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, beispielsweise den Überfall auf den Kosovo oder den Überfall auf Afghanistan, genannt Operation Enduring Freedom. Also da muss man leider sagen, die deutsche Gesellschaft ist an Kriege und an Gewalt gewöhnt, nicht so, wie wir das in Russland kennen. Stellt euch vor, ein russischer Reporter würde so reden. Wir würden ihn sofort als den übelsten Propagandisten bezeichnen. Und das mit Recht. Genau so sollten wir meiner Meinung nach mit ZDF-Reportern verfahren, die so dumm daherreden. Er stellt auch die Gesellschaft auf einen langen Krieg ein. Er hat jetzt zum Beispiel ein generelles Abtreibungsverbot einzuführen. Das heißt, die Leute haben eine Vaterlandspflicht, eine patriotische Pflicht, Kinder zu zeugen für Kriege, die Russland führen wird. Armin, danke schön für diese Eindrücke, für diese Einschätzung live aus Moskau. Danke. Man könnte fast meinen, der ZDF-Reporter zitiere hier aus dem Papier der DGAP, um das es in diesem Bericht ja auch geht. Dort wird eben genau diese Militarisierung der Gesellschaft gefordert, die man Russland vorwirft. Also man macht etwas selbst und wirft dem Feind dann vor, er würde genau das tun. So funktioniert Kriegspropaganda. Man betrachtet nur das, was der Feind macht. Man brandmarkt das als Verbrechen und sage, er sei völlig anders als man selbst. Man selbst würde so etwas niemals tun, während man selbst genau das Gleiche macht. Zumal nicht nur diese Dämonisierung des russischen Staates, sondern auch der russischen Gesellschaft hier schon länger läuft. Also die Äußerungen des ZDF-Reporters, die der russischen Gesellschaft vorwerfen, völlig anders als andere Europäer zu sein, sind ja schon gemäßigt im Gegensatz zu dem, was sonst so im deutschen Fernsehen geäußert wird. Genau, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne, einen anderen Bezug zu Gewalt haben, einen anderen Bezug zu Tod haben. Leidensfähiger sind, oder was meinen Sie? Naja, es gibt da nicht diesen liberalen, postmodernen Zugang zum Leben, das Leben als ein Projekt, was jeder für sich individuell gestaltet, sondern das Leben kann halt
einfach auch mit dem Tod recht früh enden. Ich meine, Russland hat zum Beispiel auch eine relativ niedrige Lebenserwartung, ich glaube 70 für Männer. Das ist halt einfach, dann geht man einfach anders damit um, dass da Menschen sterben. Ne? Mhm. Das ist dramatisch, das will ich wirklich nicht reinreden. Aber ja, man darf deswegen nicht davon ausgehen, dass russische Opfer oder auch jetzt einfach nur die Kosten an sich zum Umdenken führen. Was ich denke, was ich vermute, ich bin auch nicht in Putins Kopf drin, aber ich glaube, was ihm Angst machen könnte, ist, wenn wir mit Drohgebärden mehr agieren. Ja? Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man schon 2014 hat man gesagt, du mach dir keine Sorgen, die Krim, wir werden auf keinen Fall militärisch reagieren. Also wir sind die ganze Zeit in so einer Haltung gegenüber Russland, die Bulldogge einfach nur ruhig halten. Ja, sehen ja nicht nur in den letzten 2 oder 10 Jahren seit 2014, sondern im Grunde genommen seit Anfang der 2000er Jahre, dass Moskau einen sehr klaren Plan hat, wo es hin möchte und wohin es zurück möchte und dass es das nicht nur offen sagt, sondern dass es dem auch Taten folgen lässt. Ja, der Ukraine-Krieg oder der Krieg in der Ukraine durch Russland hat ja nicht erst 2022, sondern schon 2014 begonnen. Auch wenn Russland keine Erfolge wirklich verzeichnen konnte, hat es diesen Krieg eskaliert zu dem größten Krieg, den wir zurzeit in Europa haben, seit 75 Jahren. Das ist schon beeindruckend. Also da zu glauben, dass Moskau nach alternativen, nicht militärischen Wegen sucht, um seine Ziele durchzusetzen, das ist etwas, wie soll man sagen, etwas blauäugig, glaube ich, in dem Zusammenhang. Da hat aber jemand die Propagandaphrasen aus seinem Papier gut ausgelernt. Schauen wir uns doch mal an, was 2014 wirklich passiert ist. Im Februar diesen Jahres wurde der prorussische Präsident Viktor Janukowitsch durch den prowestlichen Präsident Oleksandr Turchinow weggeputscht. Das heißt, eine prorussische Regierung ist entgegen der Verfassung der Ukraine abgesetzt worden und eine prowestliche Regierung wurde eingesetzt. All das wurde zu jedem Zeitpunkt von den westlichen Staaten unterstützt, die vorher extremen wirtschaftlichen Druck auf Janukowitsch ausgeübt hatten, endlich wieder mit dem IWF zusammenzuarbeiten. Janukowitsch hatte sich nämlich vorher entschieden, lieber die russischen Angebote anzunehmen und nicht die Angebote des IWFs und der EU. Nach dem Putsch in Kiew am 21. Februar 2014 brachen überall in der Ostukraine Proteste gegen die neue pro-westliche Regierung aus. Russland nutzte dieses Chaos, um die Krim zu annektieren. Erst am 12. April, also 1,5 Monate nach dem Putsch, betraten bewaffnete Separatisten unter Führung von Igor Girkin die Grenze zur Ukraine und besetzten Regierungsgebäude. Doch die ukrainische Armee leistete diesen bewaffneten Separatisten zuerst keinen Widerstand. Erst als nach und nach Mitglieder des rechten Sektors und von Azov im Donbass ankamen, kam es zu Kampfhandlungen und ersten Toten. Am 20. April 2014 griff ein Konvoi mit Kämpfern des rechten Sektors, unter ihnen der rechtsextreme Politiker und Milizenführer Dmitri Jarosch, einen Checkpoint der Donbass-Miliz an, was zu Toten und Verwundeten auf beiden Seiten führte. Der Bürgerkrieg hatte begonnen. Also soweit jedenfalls die Beschreibung des Journalisten Götz Six, auf die ich mich jetzt erstmal beziehe. Die Gewalt ging also zuerst von Rechtsradikalen mit der pro-westlichen Regierung in Kiew verbündeten Milizen aus und nicht von den Separatisten. Nun ja, da der Bürgerkrieg dann aber begonnen hatte, wurden die Separatisten nach und nach von diesen rechtsradikalen Milizen und dann auch von der ukrainischen Armee zurückgedrängt. Die russische Regierung intervenierte zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den Konflikt, sondern setzte sich für eine diplomatische Lösung ein. Sie wollte also mit Ausnahme der Krim keinen Teil der Ukraine unter ihre Kontrolle bringen, sondern mit der ukrainischen Regierung zu einem neuen Modus vivendi übergehen. So sprach sich die russische Regierung dagegen aus, dass die zwei Volksrepubliken Donetsk und Luhansk Unabhängigkeitsreferenden durchführen und aus der Ukraine austreten. Die Unabhängigkeit dieser Staaten wurde erst kurz vorm russischen Einmarsch 8 Jahre später, 2022, anerkannt und nicht schon 2014. Also daran erkennt man übrigens auch, dass die Separatisten nicht vom Kreml gesteuert waren, denn der Kreml war dagegen, dass die Separatisten ihre Unabhängigkeit erklären. Sie haben die Referenden trotzdem durchgeführt und sie haben trotzdem ihre Unabhängigkeit erklärt gegen den Willen der russischen Regierung. Russland setzte sich zu diesem Zeitpunkt also immer noch für eine diplomatische Lösung ein. Erst als die Ukraine im Juli 2022 Slowjansk einnahm und klar wurde, dass Poroschenko, also der neue ukrainische Präsident, danach Turchinow an die Macht gewählt wurde, auf eine militärische Lösung setzte, begann man im Kreml umzudenken und die Separatisten zu unterstützen.
Erst im August 2014 intervenierte schließlich die russische Armee, schlug die ukrainische Armee zurück und zwang die Ukraine dazu, eine diplomatische Lösung des Konfliktes anzunehmen. Also selbst zu diesem Zeitpunkt wollte Russland keinen zwei unabhängigen Staaten Donetsk und Luhansk schaffen oder diese Gebiete annektieren. Selbst zu diesem Zeitpunkt wollte Russland noch zu einem neuen Modus Vivendi mit der ukrainischen Regierung kommen. Doch die ukrainische Regierung nutzte die dann geschlossenen Minsker Friedensvereinbarungen nur dazu, um weiter aufzurüsten. Es war schon damals klar, dass die Ukraine nicht zu einem dauerhaften Frieden kommen wollte, dass die Ukraine keine föderale Verfassung beschließen wollte, sondern dass die Ukraine diese Abkommen nur nutzte, um einen neuen Krieg gegen Russland vorzubereiten. Wie sowohl François Hollande als auch Angela Merkel als auch Pedro Poroschenko mittlerweile bestätigt haben. Die Ukraine beschloss dann natürlich auch keine föderale Verfassung, wie das eigentlich im Minsk II-Abkommen vorgesehen war, sondern nutzte es einfach, um weiter aufzurüsten. Und diese aggressive, verlogene westliche Politik, dieses über den Tisch ziehen, dieses Nicht-Einhalten von Verträgen, hat Russland dann später erst dazu bewogen, eben auf die militärische Karte zu setzen und eine Invasion in der gesamten Ukraine zu starten, um die Ukraine wieder ins russische Einflussgebiet hineinzuziehen. Und wie ich vorhin schon begründet hatte, war selbst nach Beginn dieses Krieges noch nicht klar, dass Russland auch nur ein Stück der Ukraine hätte annektieren wollen. Russland war, wie schon gesagt, im Frühjahr 2022 dazu bereit, gegen eine Neutralität der Ukraine alle seine Truppen hinter die Linien des 24. Februar zurückzuziehen. Doch die Weigerung der Ukraine, sich auf dieses russische Angebot einzulassen, hat diesen Frieden verhindert. Und das Dritte, ganz weg von den Streitkräften, ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Frage ist, würde die Bevölkerung tatsächlich eine Verteidigung des NATO-Gebietes mittragen und all die Änderungen, die notwendig sind, um diese Verteidigung überhaupt erst möglich zu machen? Das hat auch was damit zu tun, wie wir in Zukunft die Möglichkeiten schaffen, in diesem Land miteinander zu kommunizieren. Also es hat was mit digitaler Infrastruktur zu tun, es hat aber auch was damit zu tun, wie wir in Zukunft es möglich machen, durch unsere Dörfer und Städte tatsächlich Militärtransporte durchfahren können. Alles das sind Dinge, die unseren Alltag verändern würden. Und die Frage ist, sind wir bereit, unseren Alltag dafür zu verändern, weil wir sagen, ja, okay, das ist es uns wert. Ein Krieg soll wieder in den Bereich des Denkbaren rücken. Genau das ist die Agenda, die immer und immer wieder wiederholt wird. Es geht nicht darum, dass Russland uns angreifen könnte. Es geht darum, uns auf neue Kriege vorzubereiten, was auch schon meiner Befürchtung von vorhin entspricht. Und wahrscheinlich nicht nur gegen Russland, auch wenn sich diese ganze Argumentation hier gegen Russland richtet. Wahrscheinlich wird sich das langfristig auch gegen China richten, denn der eigentliche Konkurrent des Westens um die globale Vorherrschaft ist nicht Russland, sondern China. Es geht darum, dass die Möglichkeit eines Konfliktes und dass wir Teil dessen sein könnten, nicht nur Zuschauer, sondern tatsächlich aktiver Teil dessen sein könnten, dass das zum jetzigen Zeitpunkt nicht Teil unseres alltäglichen Denkens ist und auch unseres Handelns nicht ist und dass wir es wieder ins Auge fassen müssen, weil sonst steht die Bundeswehr, aber auch die Bundesregierung quasi auf verlorenem Posten, denn einen Verteidigungskrieg durchzuhalten ohne die Unterstützung der Bevölkerung ist tatsächlich nicht möglich, denke ich. Die Bevölkerung soll also durch Panikmache und Propaganda zur weiteren Militarisierung bewegt werden. Militärisches Denken der NATO soll Teil unseres alltäglichen Denkens werden. Na, Halleluja, das sind freudige Aussichten. Die Befürchtung kann man haben. Das Gute ist, und das ist, glaube ich, ganz wichtig dabei, ist, noch können wir das beeinflussen. Wir haben viel zu oft eine Position, wo man denkt, wir sind Beobachter, wir sitzen quasi vor der Mattscheibe und betrachten das alles nur. Nein, wir haben noch die Möglichkeit, zwischen den Optionen zu wählen, ob wir sozusagen auf Sicherheit spielen wollen oder ob wir auf Risiko spielen wollen. Und das, was wir in dem Papier machen, ist, wir zeigen auf, welche Optionen dafür da sind, sehr einfach skizziert erstmal. Aber im Grunde genommen gibt es das klare Signal, noch haben wir die Möglichkeit, auf Sicherheit zu spielen. Wenn wir die Zeit verstreichen lassen und denken, na, wir wollen der Bevölkerung nicht zu viel zumuten, dann spielen wir tatsächlich auf Risiko. Mhm. Und das, liebe Leute, war der öffentlich-rechtliche Qualitätsjournalismus des ZDF. Christian Mölling darf hier einfach so die Notwendigkeit neuer Aufrüstung begründen. Er darf die Militarisierung der Gesellschaft fordern. Er darf fordern, dass militärisches Denken Teil unseres alltäglichen Denkens wird. Also,
ihr seht hier, wie stark diese Kriegstreiber unser alltägliches Leben, inwieweit die darin eindringen wollen. Und das hier war kein Bericht, der vom Propagandaministerium der Biden-Administration erstellt wurde, sondern ein Bericht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland, für den wir alle Gebührengelder zahlen. Wir zahlen für die Propaganda, mit der wir hin zu einem Krieg gegen Russland indoktriniert werden sollen. Das ist der Kurs, auf dem unsere Regierung gerade ist. Das ist der Kurs, den alle etablierten Parteien von der CDU über die SPD bis zur FDP und den Grünen unterstützen. Das ist der Kurs, auf dem sich unser Land gerade befindet. Und in Thinktanks wie der DGAP wird genau sowas vorbereitet. Und da bräuchten wir eigentlich einen kritischen Journalismus, der das hinterfragen würde, der die Interessen der Finanziers eben solcher Gesellschaften wie der DGAP offenlegen sollte. Ich war früher kein absoluter Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich war früher der Meinung, dass wir diesen zwar reformieren sollten, aber wir immerhin einen vom privaten Konzerninteressen unabhängigen Rundfunk bräuchten. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Ich halte diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so wie er gerade existiert, für unreformierbar. Die Strukturen, die da existieren, müssen zerschlagen werden. Und von mir aus können wir irgendwann mal einen anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufbauen. Aber wenn wir diesen Rundfunk abschaffen würden, wenn wir diese Rundfunkgebühren, die wir gerade haben, streichen würden, dann würde sich in unserem Land nichts zum Schlechteren verändern. Eine solche Propaganda können uns auch Springer und Co. bieten. Dafür brauchen wir nicht nur öffentlich-rechtliche Propaganda dazu. Also mittlerweile würde ich echt sagen, weg mit dem Rundfunkbeitrag. Da würde sich die Berichterstattung in diesem Land zumindest nicht